Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Farming Valley. Ja, wie sprach einst Johann Wolfgang von Goethe, es schlagen zwei Seelen in meiner Brust oder so ähnlich. Ja, zum einen möchte ich unbedingt gerne sowas Friedliches und Schönes wie Harvest Moon oder Stardew Valley spielen und zum anderen gerne Minecraft. Und das ist überhaupt nicht friedlich, sondern das ist richtig gefährlich. Hier überall sind Gegner und dieses Let's Play wird mittlerweile so eine Art Selbstgeißelung. Also ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen ich jetzt schon wieder versemmelt habe, aber es sind einige. Die ganzen Todesmarkierungen habe ich jetzt im Vorhinein schon gelöscht, aber es ist einiges passiert. Und ich darf nicht aus dieser Tür rausgehen, da sterbe ich sofort. Das Erste, was wir machen, wir leuchten ein wenig unseren Turm aus. Hier ist es dunkel und das ist nicht gut, deswegen brauchen wir ein paar Fackeln. So, das sollte reichen. Ich lege die gleich mal in die rechte Hand. Da sind sie ganz gut aufgehoben. Nein, jetzt mal, geht das so? So müsste es doch gehen, oder? Genau. Hier und hier gegenüber, das sollte klappen. Und hier oben mache ich jeweils in die Mitte von diesem Turm. So. Und aufpassen, dass ich nicht irgendwie hier über die Mauer klettere aus Versehen und dann runterfalle. Nicht, dass das schon mal passiert wäre. Außer fast jedes zweite Mal, wenn ich das hier mache. So, komme ich hier runter? Ah, jetzt geht's. So, hier gegenüber auch. Da steht schon eine Fackel. Okay, was machen wir? Es regnet, draußen sind Monster und im Prinzip ist das ja unser Winterquartier. Aber was machen wir den ganzen lieben Winter? Wir werden minen gehen und zwar werde ich mir hier so einen kleinen Gang graben lassen. Nicht graben lassen, ich grab den schon selber, aber wir werden hier ein bisschen anfangen, das Holz wegzuschaufeln. Nein, das Holz wegzuschlagen und mit der Schaufel schaufeln wir. So. Und zwar immer im Zweiermodus. Das geht, weil wir ja diese Handschuhe haben. Drei wäre schon gefährlich, da gibt es einen Fallschaden, aber zwei ist in Ordnung. So. Und jetzt mit der Pickaxe. Das sollte jetzt eigentlich klappen. So, zwei hier lang, zwei nach unten, zwei da, zwei nach unten. So, mit der Eisenschaufel und ich hoffe, das funktioniert. Zwei, zwei, das braucht man nicht mehr. Interessant, wie viel Erde hier noch ist. So, im Prinzip ist das jetzt Neuland. Ich weiß nicht genau, was uns hier erwartet. Ich hoffe, es ist einigermaßen friedlich. Ich werde mal... Oh, Eisen. Eisen ist sehr schön. Dafür sind wir ja hergekommen. Ich werde mal hier so versuchen, ein bisschen... Ja, hier vielleicht. Ja, das müsste reichen. Und wenn ich dann hier eine Fackel reinsetze, wie sieht das dann aus? Ist das da einigermaßen ausgeleuchtet? Na, ich sehe hier so einen leicht dunklen Gang. Obwohl, das können wir vielleicht noch freiräumen. Reicht das jetzt? Nicht wirklich. Setz mal hier noch eine Fackel hin. Warum nicht? Immer schön aufpassen, dass ich nicht aus Versehen in den Tod stürze. Und jetzt praktisch hier noch ein bisschen, damit diese Fackel hier noch ein bisschen das ausleuchten kann. Außerdem weiß ich ja nicht, wo das Eisen hinführt. Okay. Stört das unseren Zweierplan? Also zwei nach unten, zwei nach unten. Ja, das geht. So, da kann man hier ein bisschen das Eisen wegnehmen. Gucken, wo hier sich noch was versteckt. Na, so viel war es jetzt nicht, oder? Wir haben ja noch nicht alles. So, war's das? Schade. Fackel ist da. Nehmen wir das hier noch weg. So, ich kann es ein bisschen schlecht abschätzen, weil ich ja die eine Fackel noch in der Hand habe. So, zwei. Im Prinzip ist hier wieder zwei nach unten. Und da zwei nach unten. So. Und das ist jetzt eigentlich wieder so eine Phase, in der ich irgendwas labern möchte. Aber das lasse ich lieber. Ich weiß doch, dass ich es nicht kann. Auf der anderen Seite möchte ich es ja mal irgendwann lernen, oder? Das war doch mal die ursprüngliche Intention vor langer, langer Zeit, als ich mal das mit dem Let's Play angefangen habe. Oh, noch mehr Eisen. So, setz mal hier eine Fackel hin. Nee, ich lasse das mal hier auf der rechten Seite. Ist das rechts? Also wenn ich hingehe rechts und
Wenn ich zurückgehe, links. So ähnlich. Bis darauf, dass da eine Fackel auf der falschen Seite ist. Müssen wir mal kurz korrigieren. Achso, erstmal du weg und jetzt auf die Seite. Gut, da haben wir sie immer rechts, die Fackeln. Na. Okay. Und jetzt gucken wir mal, wo sich. Habe ich gerade irgendwas Komisches gehört? Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir mal, wo sich hier das Eisen noch verbirgt. Ah, da oben. Na, das war's schon. Aber immerhin. Zumindest dürfte es jetzt wieder für eine neue Pickaxe reichen. So, wir gehen weiter im Altmuster nach weiter unten. Hier setze ich mal. Ja, ruhig da eine Fackel rein. Und mach drumherum jetzt noch ein bisschen sauber sozusagen. Vielleicht findet man ja noch irgendwas. Ich glaube es zwar nicht, aber wäre schade, wenn wir jetzt was übersehen würden. Aber das kann immer passieren. Noch eins nach unten. Und jetzt hier weiter. So, schon 3 Uhr. Wir haben schon ein bisschen Zeit verplempert, nenne ich es mal. So, Andesit. Okay, Andesit ist was Neues. Zwei. Glaub's nicht, dass ich immer noch so ein bisschen nervös bin, dass ich hier dieses Muster brechen könnte, obwohl das vollkommen egal ist. Da stört sich keiner. Oh, jetzt habe ich gerade. Ah, Kohle. Kohle ist auch wichtig. Wir wollen das Eisen ja schmelzen, dafür braucht man neue Kohle. Erstmal. Ja, wir gehen ein bisschen verschwenderisch damit um, aber was soll's. Erstmal nehmen wir hier alles mit, was wir kriegen können. So. Oh, das ist ein etwas größerer Kohleflöz. Das gefällt mir. Also groß wird er wahrscheinlich nicht sein, aber immerhin, immerhin. Ich glaube, das war's, oder? Machen wir das noch. Ja. Und hier eine Fackel. Zwei, also hier weiter nach unten. So. Guck mal, ob sich hier noch irgendwas verbirgt. Ich glaube zwar nicht, aber schön wäre es schon, wenn wir was mitnehmen. Oh, der nächste Tag fängt gleich an. So, hoffentlich ohne Regen. Aber das weiß man nie so genau vorher. Und ein bisschen traurig ist es jetzt schon, was wir hier so den ganzen Winter so verbringen werden. Ich glaube, ich werde den größten Teil dann einfach so für mich buddeln und Musik unterlegen. Aber den Anfang mache ich jetzt noch mit Sprechen und Kommentieren. Und hier haben wir zum Beispiel was Neues gefunden. Peridot-Ohr. Habe ich überhaupt Platz dafür? Ja, einen Platz hätte ich. So. 15 Level habe ich jetzt schon. So. Hat's denn. Ja, jetzt ist das hier drin. Biomes of Plenty ist das. Okay. Gibt's ja gleich mehr davon? Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Schade. Gucken wir uns noch ein bisschen in der Gegend hier um. Ah, da haben wir doch noch was. Da ist noch was. Setzen wir da eine Fackel hin. Und holen uns noch das Peridot. Wahrscheinlich ist hier noch eine ganze große Menge davon, aber. Achso, ich muss es auch erst einmal einsammeln. So. Ja, momentan, also ich versuche jetzt mal wieder zu reden. Mal gucken, ob es diesmal ein bisschen besser klappt. Also momentan habe ich richtig viel Lust auf Stardew Valley eigentlich, aber Stardew Valley habe ich. Gleichzeitig Angst, dass es noch schlimmer wird als das, was ich hier schon fabriziere. Hier sehe ich ein bisschen. Hier ist ein bisschen dunkel. Wir haben noch mehr als genügend Fackeln und Kohle und so weiter. Und zur Not mache ich Holzkohlefackeln. So, es ist 7 Uhr und es regnet immer noch. Das heißt, heute ist wieder ein Tag, wo ich nicht gießen muss. Immerhin, das ist doch auch was. So, ich werde mal gleich mein ganzes Eisen hier schmelzen. Ich glaube, 16 sind's, oder? Na gut, werde mal merken. Ich glaube immer, pro Kohle kann ich 16 Eisen schmelzen, wenn ich das irgendwie so einigermaßen in Erinnerung hatte. Was ich aber nicht habe, egal. So, Sylphide. Achso, das war ja die Erde. Achso, der Rest wird wahrscheinlich in den Rucksäcken verschwunden sein. Apropos Rucksäcke, in den ganzen Fehlaufnahmen, die sind zum größten Teil deshalb gescheitert, weil ich gestorben bin und mir Sachen gefehlt haben, wie zum Beispiel Teile der Ausrüstung, die fehlten, was jetzt eigentlich nicht so schlimm klingt, aber es nervt trotzdem, wenn man dann ohne Ausrüstung
sein altes Zeug wiederholen will. Und die Rucksäcke können verschwinden beim Sterben. Zumindest habe ich das jetzt öfters so mitgekriegt, dass die Rucksäcke weg sind und ehrlich gesagt, dann habe ich gar keine Lust mehr. Es ist nicht so schlimm, was hier drin ist, aber ernsthaft, ich will einfach nicht. Wenn die Rucksäcke weg sind, dann, ja, dann tut's ein bisschen weh. Ich lass mal die Fackeln in der Hand. Und zwar will ich jetzt hier noch ein bisschen diese Büsche verteilen. Ach so, und ich habe Hunger. Aha, ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass ich ja essen muss in dem Spiel. Na, noch haben wir ein bisschen Hunger. Das geht, noch haben wir ein bisschen Energie. Das geht also noch. Ich glaube, langfristig wird mir das ganz schön auf die Nerven gehen, wie ich das hier anordne, aber vorübergehend ist es erstmal okay. Und jetzt essen wir schnell was. Eine von meinen 64 Bären. Hauptsächlich, damit ich wieder sozusagen meinen Hunger regenerieren kann. Nein, also resetten. Resetten ist ein schönes Wort. Das passt ungefähr zu dem, was ich meine. Immer noch so eins essen. So, und jetzt ist mehr davon. Wie sieht's denn überhaupt aus? Also das wird mir gar nichts mehr bringen. Zweis. Ich esse noch eine Beere. Obwohl, die bringt auch nicht wirklich was. Na gut, erstmal eins davon. Müssen wir mal wieder auf Schweinejagd gehen. Apropos Schweinejagd, das können wir eigentlich mal machen. Fahrrad. Nehmen wir das Schwert. Und dann suchen wir uns ein paar Schweine. Da hinten ist eins. Sorry, kleines Schweinchen, aber du musst jetzt dran glauben. So, sehr schön. Und noch eins. Oh, die sehen aber gefährlich aus. Ich weiß. Ah, da haben wir doch eins. Ich gehe mal runter vom Fahrrad. Nicht, dass ich es aus Versehen in einem See versenke. Ja, das guckt mich so an. Das tut mir leid, aber du musst sterben. So, haben wir jetzt ein bisschen was bekommen? 12. Das ist nicht die Menge, aber es geht schon. Außerdem sammeln wir ein paar Erfahrungspunkte für das Schwert. Was ja in dem Modpack ganz gut ist. Weil das Schwert sozusagen auch auflevelt. Aber ich will eigentlich so schnell wie möglich Diamanten haben. Und ein Diamantenschwert. Von daher, ja, zum Schweineschlachten reicht das hier. Vielleicht werde ich dann auch sozusagen bei dem Schwert das Feuer weiter upgraden, damit ich auch mehr gebratenes Fleisch kriege. Was brennt denn da ab? Achso, das brennt allgemein da. So, jetzt habe ich schon mein Fahrrad wieder verloren. Ah, da ist es. So, so schön das hier ist, ich laufe mich ständig und jetzt fahre ich schon wieder in die falsche Richtung. Da ist noch ein Schwein. So. Haben wir eigentlich noch 16. 16 ist okay. Ich hoffe, das macht es auch irgendwie wett, was ich hier... nein, komm her, du. Ich wollte hier drauf. Und dann müssen wir mal wieder unsere Tiere... Ich bin schon wieder in die falsche Richtung. Egal. Dahin will ich jetzt. Nein, das ist die Mining Hut. Ich will zur Pulse Revenge. Und das Schwein hier erledigen. Na. Jetzt gibt's kein gebratenes Schwein, aber immerhin das Rohr. Das Rohe. Na komm, steig aufs Fahrrad. Venge. Venge ist auch gut. Da besuchen wir halt erstmal unsere Kuh und dann besuchen wir die Poultry Farm. Und ich habe mich gerade erschrocken vor Jakob. Ich glaube, das hinten ist Jakob, der da rumläuft. Ich habe ihn für einen Zombie gehalten. So, ich nehme mal die Fackeln hier raus. Auch wenn die mich ein bisschen gruselt. Und wir gehen mal... Hier ist es im Prinzip. Ich brauche einen freien Platz. Das hier stört mich sowieso schon die ganze Zeit. Erstmal streicheln. Ja? Haben wir dich gestreichelt? Ne, jetzt haben wir dich gestreichelt. Und füttern müssen wir dich noch. Und bürsten. Komm. Wo sind die Herzen? Bin ich noch auf dem Fahrrad oder warum dauert das so ewig? Oder bist du schon gebürstet, Kuh? Egal, zur Not bürsten wir dich morgen nochmal. Wird schon klappen. Das hier hat zumindest funktioniert. Und genau, zur Geflügelfarm. Das müsste da sein. Und bitte nicht im Wasser versenken, weil das wäre doof. So, und hier rein. Hühnchen, wo bist du? Ich höre dich, ich sehe dich aber noch nicht. Ah, da oben. Hier haben wir einen freien Platz. Wir nehmen dich mal kurz hoch. So.
Und einmal füttern bitte. Jetzt legt bitte ein Ei. Oder so. Ei legen. Los. Na, daneben nicht. Haben wir genügend Platz für die Eier, die wir bis jetzt hatten? Nein. Dann lassen wir es dabei. Beziehungsweise, ich lege jetzt auch mal die Milch hier rein. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, extra noch bei den Dingen vorbeizuschauen, nur um hier zu verkaufen. Ich glaube, wir hatten noch ein Werkzeug. Das kann... Selbst sowas weiß ich nicht mehr genau. Aber wenn wir ein Werkzeug haben, dann will ich es jetzt wieder haben. Sag, hatten wir was? Ach, Sickle hatten wir. Hier brauchen wir Silber, das haben wir jetzt noch nicht. Hier müssen wir ein bisschen upgraden. Ach so, die Axt. Die normale Axt. Okay, das dauert noch eine Ewigkeit. Die Hoe. Ach so, die müssen wir erstmal auf 100% bringen. Das bringt also auch noch nichts. Der Hammer. Leider auch noch nicht. Okay. Dann tschüssi, Danero. Und wir... Warte mal, wir können doch das hier kaputt schlagen und ein bisschen unseren Hammer aufleveln. Geht das? Ja, das ist ein Trick für die Mine. Einfach springen und mit dem Hammer zuschlagen. Wenn man es richtig macht, dann passiert das, was wir gerade hatten. Mal gucken, ob wir es hier hinkriegen. Na, geht nicht. Dann müssen wir es halt auf die alte Tour machen. Ah, das dauert auch schon ziemlich lange. Egal, ich habe angefangen, jetzt müssen wir es durchziehen. Bis die 100% da sind. So. Haben wir... Ja, wir haben einen Medium Rock hier drin. Sehr schön. Ein Deko-Objekt, das wir nicht brauchen. Hallo, Brandon. Solltest du nicht eigentlich bei... deiner Mining-Hut sein, da ganz hinten? Hatte ich dich nicht irgendwie da hinten verbannt? Jetzt ist es auch egal. Es wird schon wieder Nacht. Es dauert noch ein bisschen, bis die roten Punkte kommen, aber ich will trotzdem schon mal in Sicherheit sein. Vielleicht können wir ja unterwegs noch ein paar Schweine schlachten. Wenn ich welche finde. Bei dem ganzen Lavender hier. Ah, Hilfe. Ich höre zumindest eins. Ah, da sind Bienen. Die Bienen sind auch nicht gut zu mir. So, wir gehen erstmal wieder hier hin. Ich sehe was Rotes. Ich würde sogar mal ganz mutig zu dem Roten hingehen und gucken, ob wir... Ah, ein Skelett! Okay. Haben wir ein paar XP bekommen. Ansonsten haben wir überhaupt irgendwas? Hier ist was. Das versuche ich jetzt mal zu erjagen, was auch immer es ist. Sind wir auf dem Weg? Hier so müsste es sein. Hier? Ist das mein Fahrrad? Ah, das ist mein Fahrrad. Interessant. Der kleine graue Punkt hier ist mein Fahrrad. So. Da habe ich auf jeden Fall noch einen grauen Punkt gesehen. Der hier, der jetzt gerade da lang läuft. Ah, hier. Okay. Und ich konnte den Pfeil wieder einsammeln. Ich weiß nicht, von was das abhängt, dass ich das manchmal kann und manchmal nicht. Auf jeden Fall, jetzt wird's Nacht. Jetzt kommen die ganzen roten Punkte. Wir verstecken uns wieder. Ja, ich würde erstmal mein Inventar so weit wie möglich ausleeren. Das braucht man denn jetzt nicht von dem ganzen Kram, den ich habe. Das Ding braucht man nicht. Hier, die ganzen Blumen brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir auf jeden Fall, aber das können wir jetzt wieder in die Hand nehmen. Das Enderbook brauchen wir nicht und ich würde es auch vermissen, wenn das jetzt kaputt geht. Apropos das Enderbook, wir können es mal hier benutzen und sozusagen den Winter Tower einspeichern. Winter Tower New. Okay, jetzt haben wir das eingespeichert. Achso, aber ich will es trotzdem hier in die Truhe legen, wegen Wichtigkeit und so. Gießkanne brauchen wir jetzt eigentlich keine. Solange es noch regnet. Na, zumindest eine. Das Ding brauchen wir momentan auch nicht.
Ich überlege gerade, ob ich das jetzt rausnehme, um ein bisschen Platz zu sparen. Ich brauche eigentlich bloß eine Gasflasche. Gasbottle. Das Ding ist gleich kaputt, dann nehme ich das hier schon mal. Sickle brauche ich jetzt eigentlich auch gerade nicht. Scheren brauche ich gerade nicht. Axt würde ich mal behalten, auch wenn wir hier noch eine Stone Axe haben. Würde ich die Stone Axe eher rausnehmen. Und mal gucken, ob ich mit dem Hammer irgendwas reißen kann. Nehme ich das hier hoch. Und dann haben wir Rucksäcke, Nahrung, Farming-Zeugs und Wasser. Okay, das ist doch mal eine Ausrüstung. Mit der können wir jetzt auch wieder minen gehen. Ich guck mal, ob ich mit dem Hammer hier auch so einigermaßen Steine klopfen kann. So. Es wird wieder ruhiger. Und, aha, ich nehme mal eine andere Taskleiste, wo ich keine Handschuhe anhab. Und ich verletze mich trotzdem. Ich bin nur ein bisschen ängstlich. Nur ein bisschen. So, hier geht's weiter. Hammer. Mal gucken, ob sich das lohnt. Na. Es geht. Fühlt sich so ein bisschen an wie eine Holzpickaxe. Aber es geht ja auch darum, dass wir denn das Ding ein bisschen leveln. 20%. Mal gucken. Wie viel hat's jetzt? Immer noch 20. Also wenn das nichts bringt mit dem Leveln, 21, aha, es bringt doch was. Ich hätte jetzt gerade gesagt, dann lassen wir es einfach, aber es bringt ja offensichtlich was. Ich meine, das wäre jetzt was auf jeden Fall für den Part, wo ich die Klappe halte und einfach mal das Spiel wirken lasse. Aber momentan habe ich ja gerade noch ein bisschen Lust zum Reden. Ich versuche es trotzdem mal, ich versuche jetzt wieder mal zu reden und mit der Geschichte, die ich schon seit Ewigkeiten erzählen will. Stardew Valley, Harvest Moon, ich habe jetzt angefangen, Story of Seasons, hier das Spiel mit den drei Städten zu spielen und bin hellauf begeistert. Das ist richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe den ersten Story of Seasons Teil gespielt, der okay war. Der ist noch einer davon. Achso, ich wollte mal gucken, was ich in den Rucksäcken habe. Also Story of Seasons, Tree of Towns, ich liebe dieses Spiel. Ich spiele momentan nichts anderes. Und frage mich ernsthaft, warum ich so lange gezögert habe, dieses Spiel mir überhaupt anzuschaffen. Das war eine der besten Entscheidungen überhaupt. So, und im Prinzip würde ich das auch gerne Let's Playen, aber das ist halt ein DS-Spiel und DS ist jetzt nicht so. Das kann man doch stacken hier. Ja, DS ist halt jetzt nicht so gut aufnahmefähig. Achso, weil ich hier den Handschuh nicht habe. So. Was wollte ich denn jetzt hier reintun? Ach, hier, den Flint. Brauche ich jetzt gerade nicht. So. Ja. Story of Seasons, Trio of Towns. Ich finde es ein bisschen schade, dass der DLC in Europa nicht verfügbar ist. Den vermisse ich so ein bisschen. Der DLC würde dann, wenn man... der DLC würde dann beinhalten, dass man diese eine Fuchsgöttin heiraten kann und mit ihr ein Kind kriegen kann, was durchaus, ja, lustig wäre. Ist auch so die Art von Charakter, die ich bei Harvest Moon eigentlich immer heirate. Wenn es so eine mystische Person gibt, dann heirate ich normalerweise immer die bei Harvest Moon. Also angefangen hat alles mit der Erntegöttin aus Friends of Mineral Town für ein GBA. Habe ich zumindest versucht, ich habe es nie wirklich geschafft. Aber mit einem Emulator. Damals habe ich ja noch Emulator und ROMs benutzt und alles Mögliche. Und ja, da ging das tatsächlich, dass man sich das so lange ercheatet hat, bis das möglich war. Und dann habe ich meine Göttin geheiratet und ein komisches blauhaariges Kind bekommen. Oder so ähnlich. Was ich mega cool fand. Und jetzt wird es ein bisschen dunkel. So. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, was ich hier mache. Außerdem sehe ich gar nicht, was hier links und rechts von mir abgeht. Habe ich nur eine Torch? Ich wette, ich habe... Ach nee, du musst hier hin. Ist ein bisschen blöd, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ich höre Magma. Ich weiß nicht genau, wo auf der Minimap sehe ich direkt einen roten Punkt vor mir.
Rechts oben. Und ich höre, dass geschossen wird. Wie auch immer, von wo auch immer. Ich frage mich gerade, ob das eine kluge Idee ist, jetzt direkt auf diesen roten Punkt zuzusteuern. Zumindest habe ich Eisen gefunden. Eisen ist immer eine gute Idee. Eisen. So, ich hoffe, ich bohre jetzt nicht aus Versehen den Magmafluss von unten an und sterbe instant und alle meine Sachen verbrennen. Ich glaube, das wäre ein guter Grund, um das Spiel nochmal neu zu starten. Das wäre jetzt auch nichts Neues. Aber bisher läuft es eigentlich ganz gut. Ich würde gerne, dass das Spiel weiterhin so gut läuft, wie es bisher getan hat. Wir kriegen auch relativ viel hier. So. Piep, piep. Das müsste eine Fledermaus sein, oder? Interessant. Also irgendwo hier ist eine Höhle. Ich glaube, hier ist das Magma, das wir die ganze Zeit hören. Und hier in die Richtung, da müsste das Skelett sein, wenn es ein Skelett ist, dieser kleine rote Punkt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da unbedingt jetzt rein will, zu dem Ding. Aber auf der anderen Seite, ein bisschen Abenteuer muss ja auch sein. Wir sind relativ, sehr relativ gut ausgerüstet. Ich glaube, wir buddeln uns gerade daran vorbei, kann das sein? Vielleicht ist das auch die ganze Zeit oben oder unten. Das kann ich auch nicht wirklich zuordnen. Oh, jetzt ist gerade was verbrannt. Was auch immer es war, es ist tot. Verbrannt in der blubbernden Magmasäure. Ah. Ich weiß jetzt nicht warum, aber ich muss das hier nochmal geradeaus boxen, polstern. 41% schon. Ich hoffe, der Kupferhammer bringt das dann ein bisschen besser hier. Aber wir müssen auch das Werkzeug ein bisschen leveln. Ich meine, wir können uns auch die Pickaxes ruhig aufheben dann für Diamanten, falls wir tatsächlich mal welche finden. So. Es hört sich an wie ein Skelett. Hier lang müsste es gehen. So. Auf jeden Fall ist gleich wieder der nächste Tag. Wir haben es geschafft. So, jetzt sind wir entweder über oder unter dem Skelett. Wenn wir den roten Punkt betrachten. Wahrscheinlich eher unter. Ah, ich glaube, da ist es. Ich glaube, da geht's hoch. Ah, da haben wir jetzt den Durchbruch geschafft. Hallo Skelett, dich habe ich gesucht. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Wir gehen erstmal hier zwei Stockwerke hoch oder drei. Achso, das Kind kann ja schießen. So. Ich brauche ein paar mehr Herzen. Das heißt, ich brauche ein bisschen Nahrung. So, erstmal dafür sorgen, dass die Nahrung wieder einen Effekt hat. Und dann noch ein bisschen was essen. Na komm, zwingst dir rein. Oder wir essen ein paar Maiskolben. So, jetzt haben wir es. Das bitte mitnehmen. Da unten ist das Skelett. Das sollte ich von hier aus abtreffen können, oder? So. Ah. Los, komm her. Das ist so feige, was ich hier mache, aber egal. Hier gibt's keine Ehre. Ah. Den kann ich einsammeln? Die kann ich jetzt alle einsammeln. Ist es jetzt weg? Okay. Dafür war der ganze Aufwand. Na gut. Ich brauche ein paar mehr Fackeln. So. Zumindest kommen wir einigermaßen schnell hier hoch. Ach so, natürlich, es ist ja immer noch. Es regnet schon wieder. Ich glaube, wir hatten jetzt keinen einzigen richtigen Sonnentag. Immer nur Regen. Und rote Punkte halten sich in Grenzen. Okay, so weit ist der Tag schon.
Aber, naja. Nee. So, so. Und ich habe wieder Google Eyes. Okay. Warum nicht? So, wie viel will ich denn haben? Ein Stack wäre doch eigentlich ganz okay. Da habe ich nicht alles ausgegeben. Wir haben noch 5 übrig für was auch immer. Apropos für was auch immer. Ich höre Kämpfe. Interessant. Kommt ihr von hier? Nee. Aber Musik. Musik ist auch nicht schlecht. Mal sehen. Auf der Map sehe ich hier was. Also hier gegenüber. Und vom Geräusch her war es ein Skelett. Da traue ich mich jetzt mal ran. Na, wo ist der rote Punkt? Wo ist er? Wo ist er? Na? Ist hier überhaupt irgendwas? Ah, da. Los. Sag mal, geht das Skelett wirklich gerade in Deckung? Das ist ja cool. Auf der einen Seite ist es ziemlich cool, weil Gegner mit KI und so hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Auf der anderen Seite ist natürlich blöd, wenn wir jetzt dadurch sterben. Muss ja auch nicht sein. Ich brauche ein bisschen was zu trinken. Wir gehen mal hier an den Ozean. Ozeanwasser ist immer das Beste. Ist immer sehr, sehr zu empfehlen, Ozeanwasser zu trinken. Da wird auch gleich die Lebensleiste ein bisschen grüner. So gesund ist das, weil grün ist ja auch Leben. Grün ist ja Leben und deswegen ist das schon ganz gut so, wenn die Leiste da grün ist. So. Achso, ich habe ja wieder ein bisschen Eisen bekommen. Das schmelzen wir gleich mal ein. So ein bisschen rennen, weil wir haben es ja eilig. Oh, 14 Ingots. Und die ganze Kohle ist weg. Hm. Schade eigentlich. Ich lasse es jetzt erstmal so drin. Ja, nehmen noch das Eisen hier raus. Und uns da rein. Und ich lege jetzt mal eine einzige Kohle da rein. Und dann guckt man mal 9. Ich glaube, das kann ich mir merken. Dass ich hier 9 drin hatte. Und mal gucken, ob die jetzt alle durchgeschmolzen werden. Oder ob einer übrig bleibt. Oder 2. Oder mehr oder weniger. Na, steig aufs Fahrrad. Und dann die tägliche Routine. Wir fahren zu unserem Hühnchen. Wir fahren zu unserer Kuh. Da ist eine Spinne, aber die tut jetzt gerade nichts. Das ist sehr schön. Ich muss da lang. Ich hoffe, der rote Punkt ist kein Creeper. Oh, hier ist Zuckerrohr. Zuckerrohr brauchen wir, ja. So. Ich sollte was bei dem Winter Tower. Und ich muss mal das arme Schwein hier von seinem Leid erlösen. Das weiß noch gar nichts von seinem Leid, aber das muss es auch jetzt nicht mehr. So. Ich höre noch ein Schwein. So, blaue Beeren und Schweinefleisch. Das ist das Einzige, was wir hier essen. Es klingt jetzt nicht so gesund, aber das ist es. Es ist sehr gesund, sich nur von Schweinefleisch und Blaubeeren zu ernähren. Die Top-Diät. Nur echt noch mit Meereswasser. Oh. So, du wolltest gestern nicht gebürstet werden. Ich hoffe, diesmal klappt es ein bisschen besser. Ah, da war's schon. Und milken. Mit dem Milker. Achso. Komme ich jetzt hier gerade nicht ran? Hallo Kuh, du stehst auf deiner Futterkiste. Das funktioniert so nicht. Hier hast du was zu essen. Fertig. Und jetzt dürfte ich sogar genügend Platz haben für die ganzen Eier und Milche und so weiter, was ich hier drin gelagert habe. Da können wir mal wieder ein bisschen was verkaufen. Hühnchen, du hast immer noch nichts gelegt. Bist du zufällig krank oder so? So, Herzchen kommen ja. Das kann ich jetzt alles hier reinlegen. So. Und jetzt leg was. Das ist schon Chicken Feed. Das ist kein Tweet oder sowas ähnliches. Also keine Leckerei. Hm. Und Nestbox ist eigentlich auch ganz. Ich verstehe es nicht.
Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch keine Lust mehr, zu viele Gedanken darüber zu machen. Wir wollen ein bisschen was verkaufen. Und überhaupt mal gucken, wie es unseren Feldern so geht, unserem Gemüse hier. Das sieht erstmal nicht so schlecht aus. Und das hier sieht ziemlich schlecht aus, aber egal. Wir können jetzt erstmal hier ein bisschen was verkaufen. So. Wirt brauchen wir jetzt nicht. Wir können mal gucken, was wir im alten Lager haben. Was wir davon noch mitnehmen können fürs Winterlager. Ach ja, und wir haben ja noch unsere Leute hier eingesperrt. Und ich weiß aus einer der Probeaufnahmen, was heißt Probeaufnahmen? Einer der gescheiterten Aufnahmen, dass die hier drin ziemlich im Dunkeln sitzen, weil irgendwer das Licht quasi ausgemacht hat. So. Das sollte sie davor bewahren, aus Versehen irgendwie durch was gespawnt ist, zu sterben. Zumindest ist das der Gedanke dahinter. So, Dirt. Wir könnten eigentlich ein bisschen Eisen mitnehmen. Und ein bisschen Kohle. Noch irgendwas von dem Kram hier? Erstmal nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Hier. Ein bisschen was zu essen. Hier das vielleicht noch. Irgendwas, was ich relativ schnell wiederbekomme. Hier das zum Beispiel. Und es gibt keinen Grund mehr als ein Stack davon hier aufzuheben. Ich weiß nicht mal, für was ich genau diesen Stack hier brauche, aber den lasse ich mal. Hier sehe ich nichts Wichtiges. Hier auch nicht. Ich könnte mal ein paar Sachen aus meinem Rucksack rausladen, aber muss ich auch nicht unbedingt. Hier hat man noch Wasser. Genau, ich wollte die Ersatzausrüstung hier noch mitnehmen. Und den Rest, den braucht man jetzt nicht. Vielleicht noch das Schwert, um unser Schwert zu reparieren. Weil das hat jetzt schon Level 4, das ist jetzt nicht so schlecht. Genauso der Bogen. Vielleicht noch als Ersatzbogen. Und ein paar Pfeile. Guck mal, das ist durchaus sinnvoll, jetzt noch ein paar Pfeile mitzunehmen. Und ich hoffe, ich komme jetzt lebend nach Hause. Weil es ist schon dunkel, es ist spät, es regnet. Es ist kein schöner Ort, um draußen zu bleiben. Der Waspberry-Busch ist ausgewachsen. Davon wollte ich ja auch unbedingt noch ein bisschen was mitnehmen. So. Wo sind die Fackeln? Die lege ich jetzt schon mal wieder hier in die Hand. Wintertower. Und da geht's hin. Hier ist alles schön am Wachsen. Und da sind Zombies, da ist Wasser. Ich fahre jetzt einfach da durch. So, ich hoffe, ich schaff's an dem vorbei. So. Nein, nein, um Gottes Willen, Creeper. Egal, egal. Halt. Tür zu. Oh, geschafft, irgendwie. Okay. Alter, das war knapp. Ein halbes Herz. Ein halbes Herz vor... nicht dem Reset. Na doch, ich hätte wahrscheinlich resettet, ich muss da ganz ehrlich sein. So, auf den Schreck erstmal ein paar Blaubeeren. Und ein paar Berries. Und noch mehr Blaubeeren. Ah, jetzt haben wir zumindest genügend, dass wir uns wieder heilen. Das ganze Inventar ist ja natürlich wieder vollgestopft mit Zeugs. Das hier braucht man nicht mehr. Wir behalten mal hier ein paar Pfeile, genau. Das würde ich in den anderen packen, hier rein. So, das Ersatzschwert. Ein paar Ersatzpfeile, der Ersatzbogen. Hosen und die Iron Leggings. Und vielleicht das noch. Und ich glaube, hier unten kann ich nicht schlafen, aber eventuell oben. Ich glaube, es ist möglich, oben zu schlafen. Also hier das Bett aufzubauen. Geh mal weg, Kiste. Da muss jetzt mein Bett stehen. Halt. Nein. Ja, das ist möglich. So. Neuer Tag. Und wie wird das Wetter? Regen! Ja, wunderschöner Regen. Ich würde sagen, das ist jetzt erstmal genug für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es okay. Ich denke, das werde ich so lassen und hochladen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!